und zu sagen, danke, dass ihr euch hier bemüht habt, hierher zu kommen. Ich bin mir auch sicher, dass wir jedes Jahr nochmal hierher kommen würden. In dieser Stadt, wo Rudi Diallo lebendig verbrannt worden ist, durch diese Polizeibeamten. Kurz mit diesen Leuten, die nicht Rudi Diallo kennen. Er kam aus Sierra Leone. Er hat hier in Dessau einen Asyl beantragt. Dieser Asyl wurde dann abgelehnt, in Roßlau geschickt. Am 1.7. Januar, er wurde dann kam dann auf eine Diskothek. Er wurde dann von einem Polizeibeamten, Herrn Merz, und seinen Kollegen festgenommen. Sie haben ihn in eine Polizeizelle gebracht, haben ihn die Hände und Füße gefesselt, weil er nur ein Schwarz war, weil er gefragt hat, warum wollte mich jetzt mitnehmen, haben ihn verbrannt. 10 Jahre lang, dieser Polizeibeamten und dieser Institution, Ministerium und dieser System haben nicht gedacht, dass wir diesen Widerstand leisten könnten. Wir werden diesen Mörder nicht in Ruhe lassen, solange dass dieser Fall von Rudi Diallo nicht geklärt wird. Wir sind so weit, bis der Staatsanwaltschaft jetzt sagt, er ermittelt wegen Mord. Wir wissen, dass er nur eine Show ist. Nur eine Show. Er möchte nur eine Alibi schaffen. Zu sagen, ich habe mindestens was gemacht. Es würde nicht in seiner Ermittlung. Aber wir wissen jetzt, wir, wirklich, dass Rudi Diallo umgebracht worden ist. Durch unsere 3 Brandgutachten. Die 3 haben das bewiesen, dass ohne Brandbeschleuniger diese Matratzen nicht voll verbrennen können. Sie haben einen Schutz von der Staatsanwaltschaft in ganz Deutschland. Wir haben das jetzt gelernt in Deutschland, Polizeibeamten kann jemanden umbringen, es kommt nicht raus. Wir haben das gelernt jetzt, oder wir wissen das jetzt. Dieser Verbrecher, die keine Freunde in ihrem Leben haben, wie wir hier, die können jemanden einfach umbringen, verbrennen wie Rudi Diallo. Als ich in Dessau hier kam, 2005, in meinem Albtraum hätte ich mir nie vorgestellt, in Deutschland sowas passieren können. Niemals. Parole, Rudi Diallo, das war Mord.
rassistisches Muster von Täter-Opfer-Umkehr zu installieren, bei dem es dann immer wieder heißt, die Leute sind selbst dran schuld. Sie sind wahrscheinlich selbst dran schuld, dass sie hierher gekommen sind, weil Deutschland Waffen exportiert und Kriege führt. Sie sind selbst dran schuld, weil die EU die Ressourcen plündert. Sie sind selbst dran schuld, weil die Kapitalisten das Land wegkaufen. An allem ist die ganze Welt schuld. Nur hier sind alles Unschuldige. Sorry to say so, Arschlöcher. Uri Jalla! Das war Mord! Uri Jalla! Das war Mord! Immer wieder Menschen vor Gericht gezerrt haben und immer wieder auch zu Geldstrafen verurteilt haben wegen Kleinigkeiten. Es ist egal, mit wie viel Geldstrafen wir an uns herankommen. Wir haben hier einen Schmerz zu beklagen. Wir haben den Schmerz der Ermordung von Uri Jalloh und vielen, vielen anderen Schwestern und Brüdern zu beklagen. Und daher, die Angst, die ihr versucht, findet hier keinen Platz. Sonst würden wir nicht 11 Jahre lang in dieser Kälte in diese Stadt kommen und euch zeigen, wo die Macht... BWL, Jura zur Berufung machen, in allen Sprachen, in erleuchteten Gefühlen das Lachen. Ist das Erwachen, die Veränderung im Jahr des Drachen? 60 Millionen Sklaven, von denen es 8 Millionen schaffen. Die Besten sind jetzt unter euch, ich hoffe für euch zu verkraften. Heute viele Redebeiträge gehört, die die Situation hier in Dessau und vor allem den Mord an Uri Jalloh thematisiert haben. Und der Ruf von uns allen war Solidarität, das ist unsere Waffe, mit der wir seit 11 Jahren hier auf die Straße kommen und die Ermordung von Uri Jalloh immer wieder in die Gedanken der Menschen hier in Dessau holen wollen. Und alle Menschen, die ums Leben gekommen sind durch Polizeibrutalität. Das war Mord! Das war Mord! Das war Mord!
Thank you.